Willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Spezial. Ich bin Alex von The Free Jester und so. Und ich kämpfe gegen einen dicken Mann. Hartmut. Mit einem Georock. Hoffentlich macht er nicht Finale oder Explosion. Das sind so nervige Attacken, die keiner will. Na, Satoshis Kaskade ist ja stark. Ich glaube, zieht 80 oder so plus Step plus großer physischer Angriff. Obwohl, ich glaube, damals waren ja noch alle Wasserattacken. Ah, weiß ich gar nicht. Aber wann setzte sich das mit Angriff und Spezial ein? Ansonsten waren damals noch alle Wasserattacken Spezial. Und das würde bedeuten, genauso wie mit dem Eishieb, dass Eishieb eine Spezialattacke war. Weil ich nehme an, Eis war auch damals noch speziell gegen Eisstrahl, Blizzard, Aurora-Strahl, sowas. Das heißt, mein Satoshi hat einen hohen Angriff. Physisch. Hat dann aber nur Spezialangriffe. Dann könnte ich ihm theoretisch auch Psychokinese beibringen. Ich meine, wenn er schon nur die Angriffe hat. Okay, er war mit Singen beschäftigt, das ist super. Ah, Pfadfinderin, komm her. Was schon Picknick, das macht großen Spaß. Yeah, Spaß. Marika. Bei Schalke spielt ein Fußballer, der heißt Marika, aber das ist ein Nachname und es ist ein Typ. Glaube ich zumindest. Ist jetzt nicht so der Top-Spieler. So, was hast du noch? Einen Hubbelupf habe ich besiegt. Oh, super, ein zweites Hubbelupf. Egal, vielfach Schwäche Eis. C'est comme ça. C'est comme ça. Marika wurde besiegt. Oh, das ist schade. Okay, was ist hier? Ein Radikal. Ein Blutzug. Ein Blutzug. Ein Radikal. Ein Radikal. Ein Radfratz. Und jetzt glaube ich heute noch ein Omod. Omod ist bestimmt auch da. Komm, Nero, komm wieder rein. Ich hoffe, dass ich momentan jetzt nichts brauche. Okay, guck mal hier. Wenn das Gebäude verlässt, kannst du das Dach eines großen Hauses sehen. Das ist das Kraftwerk. Was vor 3 Jahren noch inaktiv war. Ein Pokémon-Center neben einem Tunnel, das ist sehr praktisch. Ja, das ist es, Ginger. Der Direktor des Kraftwerks sucht einen starken Pokémon-Trainer. Er braucht Hilfe bei der Suche nach einem gestohlenen Gegenstand. Ha, das ist doch wohl unsere Chance, mal wieder Geld in die leeren Kassen zu spülen. Mit Auftragskiller. Als Auftragskiller. Das, was wir früher schon gemacht haben, wird jetzt wieder angenommen. Wir nehmen Geld an, Leute zu töten. Praktisch. Da freut sich auch Nero. Gut, Kopfgeldjägerin Alexa macht sich auf den Weg runter zum Kraftwerk. So, und wilde Pokémon nerven mich und ich habe bloß viel zu viel Platz in meinem Inventar und habe eben vergessen, irgendwas rauszuwerfen, deswegen setze ich einen Top-Shot ein. Auf unserem Lapras, was eigentlich ein Quappo ist. Surfen wir hin und her und hier gibt's Electex. Kraftwerk Kanto. Gut, gehen wir mal rein. Ein Dieb ist in das Kraftwerk eingebrochen. Was geschieht nun mit dieser Welt? Na, wenn hier so viele Leute sind, wann ist denn das passiert? Egal. Das Kraftwerk wurde vor langer Zeit stillgelegt. Wir haben es wieder in Betrieb genommen und versorgen den Magnetzug mit Energie. Jupp, den Magnetzug gab es vor 3 Jahren ja auch noch nicht. Ein wichtiges Teil des Generators wurde von diesem Dieb entwendet. Ohne dieses Teil funktioniert der neue Generator nicht. Gut. Ich sammle Pokémon. Hast du einen Diktrie? Möchtest du es gegen meinen Magneton tauschen? Nein. Hab ich überhaupt einen Diktrie? Ich weiß es nicht.
Der Magnetzug verbraucht viel Energie. Ohne den Generator fährt er nicht. Der Direktor des Kraftwerks sitzt da vorne. Seit jemand den Generator demoliert, ist er traurig und wütend zugleich. Ha, perfekt für uns. Sieht ja so ein bisschen aus wie... Nee, mit den Kabeln am Boden. Das ist nett gemacht. Hätten sie häufiger verwenden können, diesen Sprite. Und der Boden hier, das sieht aus wie in Ebenholz. Naja, nicht in Mahagonia City, das Rocket-Versteck. Okay, der Fetzer ist anscheinend der Direktor. Direktor. Ich werde ihm nie verzeihen. Wer wagt es, meinen Generator zu demolieren? Ich habe so lange daran gearbeitet. Wenn ich den erwische, dann lernt er meine Blitzkanone kennen. Gut, er lässt nicht mit sich reden. Er ist halt nur einfach wütend. Aber wenn wir jetzt hier das verlassen. Können wir da noch Schütze rechnen? Ja, klar. Okay, wir haben gehört, dass wir nach Azure City müssen. Oh, ich freue mich. Ich kann gleich wieder ein bisschen Französisch reden. Oder sprach er Englisch? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nur, ich muss in die Arena. Boom! Und tut mir so leid, mir du nicht verletzt. Du okay? Ich wäre beschäftigt. Nicht Zeit für Reden. Nicht gut, wenn ich gesehen werde. Oh nein, du mich schon hast gesehen? Ich großen Fehler gemacht. Du vergisst, dass du mich gesehen, ja? Du nicht sehen und hören. Bis tschüss, tschüss. Und tschüss. Gut. Natürlich haben wir diesen Typen gesehen und auch gehört. Und wir wissen, also ich weiß, wo er hinfährt. Ey, Mini-Mensch, ich sei von Team Rocket. Sei aus fremde Land. Ich komme aus Rumänien. Elfen, bitte, haben Frau und Kinder und nur einen Arm und überhaupt, ich sein kriegsverwundet. Ich glaube, darüber macht man keine Witze. Ich glaube, das macht mich zu einem schlechten Menschen. Jetzt lass uns kämpfen um Geld. Battle Rumänen vom Hauptbahnhof. Mit Golbat. Level 30, also wenn er wirklich unser Geld will, weil er am Existenzminimum lebt und seine Frau und seine 15 Kinder aus Rumänien versorgen muss, dann sollte er schon härtere Geschütze auffahren. Nun, nein, glaube nicht, ich kann stark sehr du sein, ich nix Gegner für dich. Ja, und reden wie Yoda tust du auch. Okay, verraten dir meine Geheimnisse. Spule gestohlen von mir, versteckt in Pokémon Arena der Azuria City. Wasser sein, gute Versteck. In Mitte von Pokémon Arena Wasser sein. Kind, du mich vergessen nicht, besiegen dir wird Team Rocket tun. Werden kommen aus Johto, mein Freunde, rächen sie werden tun. Ton weg. Was du sagen, Team Rocket nix mehr gibt? Kaputt gemacht, du sagen? Oh nein, was tu ich jetzt machen? Pfff, weg ist er. Schutz wirkt nicht mehr. Ja, das ist traurig. Ich glaube, der Typ hat sich umgebracht. Ich glaube, wir wissen nicht, wo er hin ist. Er ist jetzt verschwunden. Ne, er ist verschwunden. Also ich nehme an, er hat sich bestimmt von der Brücke gestürzt. Und das hat das Spiel dann ganz schnell auf einem schwarzen Bildschirm gemacht. Also bestimmt kam noch im Original so ein Kreis. Also platsch. Ja, das ist hier runter, ist er hier runtergesprungen, gestorben. Und das nur, weil wir ihm kein Geld gegeben haben. So, jetzt fragt er euch, hey, was machst du hier oben? Ja, hier ist jetzt Misty. Hey, Herzchen. Oh, ich hab was gesehen. Warum musst du jetzt auftauchen und stören? Weißt du, wie man Menschen wie dich nennt? Plage, du hast richtig gehört, Plage. Oh, die Orden, die du hast. Sind das Arena auch aus Johto? Wenn du acht hast, dann musst du gut sein. Okay, komm in die Arena von Azuria City. Ich freue mich, gegen dich zu kämpfen. Ich bin Missy, die Arena-Leiterin von Azuria City. Okay, ist jetzt froh, gegen mich zu kämpfen, weil ich eine Plage bin und sie es mir heimzahlen will, dass ihr komischer Stecher gerade eben sie verlassen hat, ohne mit ihr in die Kiste zu gehen, oder ist das Nettigkeit? Ich
kann es nie unterscheiden. Was machen wir zuerst? Spule abgeben oder? Na komm. Wir mischen zuerst die Arena auf. Das ist die Wasser-Arena. Theoretisch könnte ich die nie machen. La 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 la. Oh mein Gott. Da ist Misty. Nein, okay, ernsthaft. Oh, und die entschuldigt jetzt, dass sie so lange weg war. Entschuldigt sich, meine ich natürlich. Schwimmer Heidi. Mit einem Bikini und einem Enteron. Okay, unser einziges Problem an dieser Arena wird wahrscheinlich sein, dass die Donnerattacke keine hundertprozentige Genauigkeit hat. Aber ansonsten, ich weiß nicht. Okay, und wir haben nicht mehr wie bei den anderen. Bei den anderen Arenen hatten wir mehrere Backups, so, keine Ahnung. Bei der Pflanzenarena hätte ja auch noch, Bruce Wayne was ausrichten können. Und, ach, der hat Erster gesagt, das ist ein erster Kommentarschreiber übrigens. Weiß nicht, bei der Elektroarena hätte, nein, wisst, was ich meine. Hier haben wir halt nur Ultra, der wirklich sehr effektiv ist. Ein Sepalvel 32 ist meiner Meinung nach kein Donner wert. Und wir sehen noch warum. Und noch ein Zeeper. Super. Super. Oh, das überlebt es. Mit, keine Ahnung, 2 KP. Müssen wir halt einen Doppelkick nachlegen. Gut, Ultra hat aber auch schon die Psycho-Arena aufgeräumt. Simon, das ist wieder ein Donnerwert. Ich richte mal wieder mein Headset ein bisschen. Während Simon besiegt wird. Ultra erreicht aus dem neuen Level 49. Ja, super. Bock, dann wurde besiegt. Das darf nicht wahr sein. So, was sagst du mir? Ich hoffe, meine elegante Art zu schwimmen zermürbt dich nicht. Das ist dann natürlich die Frage. Ich würde sagen, ich mache dann Misty im nächsten Part. Ich mache dann jetzt noch hier Helene. Und ja, dann würde ich echt sagen, Misty im nächsten Part. Dann sonst überziehe ich extrem. Die Parts sind ja meistens zwischen 14, 15, 16 Minuten gehen. Wenn ich dann aber erst bei Minute 14, 50 oder so zu Misty hingehe. Okay, jetzt kannst du eh vergessen. Jetzt habe ich einen Superschall kassiert. Nö, jetzt ist eh Ende. Jetzt ist mein Typ verwirrt. Wird sich wahrscheinlich 5-mal selber treffen. Oder auch nicht. Okay, noch ein Gold King. Da wechseln wir. Ja, in dieser Arena haben wir sogar den extremsten Nachteil, weil jedes unserer Pokémon außer Ultra eigentlich seine Probleme mit Misty bekommen könnte. Misty setzt ja Wasser-Pokémon ein. Davon sind aber auch viele Eis-Pokémon oder können von meiner Eisattacke. Das ist sehr effektiv gegen Bruce Wayne. Wasser ist sehr effektiv gegen Tonuptu. Eis ist sehr effektiv gegen Pinsir, meine ich. Wasser ist außerdem sehr effektiv gegen Sandama und ja. Da bleibt eigentlich nur noch Satoshi mit einem neutralen Typen und Blitzer mit einem positiven. Naja, also müssen wir einfach mal das Beste hoffen. Und das Beste kommt im nächsten Part. Bis dahin, Leute, und ciao.